I don't know whether you want to have a word or shall we just continue? Well, I think the idea was to continue with Alex, but I can also have a word, but this word will be more than one word. Okay, no. Please, then let's continue. I just okay. As we have heard, in the last years, internationalization has been an important aim of Günther. And therefore, we continue with a speaker from India, Pamiman Chanda. She is from the Guru Nanak University in Amritsar. Perhaps you know it, there's the Golden Temple. So Pami, please. Myself, Professor Pami Manchanda from Guru Nanak Dev University, Amritsar, India. I have been privileged and honored to be a part of the celebration of the academic career of Professor Günther Lübgren, a mathematician par excellence who left his indelible mark in the academics and administration at the international level. As Vice President International Affairs, FAU at Langen, he was instrumental in establishing collaboration with many renowned universities and institutes in the world. I feel lucky to have been associated with him on various occasions, the beginning being the ETM board meeting in Beijing in 2015. He later invited me to FAU in June 2016 for academic discussion with his doctoral students and colleagues. It was indeed an enlightening experience in many ways. I cannot ever forget the warm hospitality extended to me by Günther and his gracious wife during this visit to Erlangen. He also visited our university in January 2017 and had discussions with senior functionaries of our university. When we organized the International Conference of Indian Society of Industrial and Applied Mathematics in February 2018 at Amritsar, he led a sizable contingent from Germany, and later they also contributed articles for the conference proceedings by Springer, published in the beginning 2020. In his long and illustrious career, Professor Günther has been a great researcher, teacher, motivator, leader, and guiding force, and held eminent positions in the FAU. During my personal interaction, he has always been forthcoming with positive suggestions on all matters and has been a continuous source of strength and support to the Indian Society of Industrial and Applied Mathematics. I wish him good health, happiness, and success for the future and look forward to seeing him personally soon. Thank you. Thank you, Pami. The next speaker is Karl Kunisch from Austria. I think I've also seen him in the audience today. And as most of you know, he is a professor at the University of Graz and also leads the Radon Institute in Linz. So please go ahead. Dear Günther, I remember very well the first time that we met. It was at the conference on control of distributed parameter systems that the Graz group organized in Vorau in the early 1980s. I am happy that we could stay in contact ever since, and I'm really proud that I have been invited to send a video on the occasion of your retirement. You can look at the great oeuvre, both in mathematics and on contributions to important applications. Basically, no real world phenomenon is safe of being modeled by you. You are one of the few persons I know who excel in both research and administration. And you are a great presenter of interesting ideas and complicated problems. So it simply shouldn't be allowed that you retire. Keep going. All the best to you, Günther. Thank you. Now we come to the contribution of Freddy Trölsch, who is also in the audience.
Together with Günther in 1998, he organized an international conference on optimal control of PDEs in the Wasserschloss Klaffenbach near Chemnitz. And meanwhile, Freddy has retired as a professor at the TU Berlin. Freddy, please. Hello, Günther. How time flies. We know us since more than 40 years, and I still remember our first meeting in Darmstadt with a great evening in your apartment, having a wonderful view on the Rhine Valley. We spoke about politics in the times of change, of course about mathematics, and a bit of literature, if I remember right. Since that time, we met at many events in Bayreuth, in Erlangen, at conferences, for instance, in Oberwolfach, partially with you as an organizer. And you did a lot and worked a lot for the mathematical community. In all the years, you came up with interesting and new mathematical ideas, and you concentrated on challenging problems. Look at this piece of metal that you made me a gift when I was visiting Erlangen. This is related to one of your projects. I thank you for all your support in these years, and I hope you can forgive me that I sometimes played a little bit with your name. Well, that's life. Günther, now you become a member of a community of retired professors, and this is not a bad situation, believe me. You are not obliged to work, but you are allowed still, and you can do mathematical research without much stress. Let me wish you and your wife Barbara all the best. Günther, this is your day. Enjoy it. Bye-bye. Thank you, Freddy. Now Alexander Martin will hold the Laudatio for Günther. And since friendship and appreciation can better be expressed in the mother tongue, Alex will switch to German for some. And Alex, please, the stage is yours. Yeah, thank you very much, Martin. Yeah, I will switch to German. I saw that many international guests have been visiting Günther anyway for months and years even, so I guess many of you already understand also German, and some take also severe Deutschkurse, so I guess you will also be easy for you to follow. Otherwise, I could give you my notes then later on translated in English. So, lieber Günther, liebe Barbara, ich wurde gebeten, hier eine Laudatio zu halten. Wie Sie sicher alle wissen, reißt sich normalerweise niemand darum, insbesondere in solchen virtuellen, fast surrealen Situationen. In normalen Zeiten, wobei man schon kaum mehr weiß, was das ist, würde man solche Laudationen im Rahmen eines ausgiebigen Dinners zum Besten geben. Zum einen hat dies den Vorteil für die Zuhörer, man weiß, es kommt etwas Gutes danach, egal wie die Rede ist. Zum anderen hat es den Vorteil für den Redner, dass er an den knurrenden Mägen erkennt, dass er schon zu lange redet. Nun, in der Tat wurde ich von den Organisatoren gebeten, doch etwas länger zu reden, da ja das anschließende Dinner ausfällt. Aber wer mich ein wenig kennt, weiß auch, dass ich selbst nicht ein Mensch der langen und vielen Worte bin. Und so hoffe ich, dass ich mit Blick auf obigen Wunsch einen guten Kompromiss im Folgenden finde. Ich bin vermutlich derjenige Redner unter den Rednern heute, der am wenigsten inhaltlich Ahnung hat, was Günther eigentlich gemacht hat. Dennoch habe ich sehr viel mit ihm zusammengearbeitet und das charakterisiert ihn eigentlich schon wissenschaftlich ziemlich vollständig. Aber so kurz wollte ich meine Rede dann doch nicht halten. Und in der Tat bin ich der Anfrage der Organisatoren, diese Rede zu halten, wirklich sehr gerne nachgekommen, weil ich Günther in all den Jahren, ja Jahrzehnten wirklich schätzen gelernt habe. Schätzen gelernt auf sehr, sehr unterschiedliche Arten und Weisen und in den unterschiedlichsten Facetten. Und das immer, und hier meine ich wirklich immer, in der positivsten Weise, wie man es nur erleben kann. Es ist natürlich schwer, all diese Facetten tatsächlich darzustellen und zu zeigen. Zumal wir ja wissen, man selbst immer eine sehr subjektive Sicht auf die Dinge hat. Und wir alles,
wenn ich dort meinen Kollegen Frieder Lang aus der Philosophischen Fakultät zitieren darf, alles auch nur durch eine Linse sehen, die aufgrund ihrer eigenen persönlichen Filter wiederum sehr subjektiv ist. Und entschuldigen Sie, wenn ich genau diese Linse aufsetze, um meine Worte entlang meiner persönlichen Linse, die ich sicherlich auf Günther habe, darlege und diese Worte auch entlang des knappen Vierteljahrhunderts, das wir uns, glaube ich, inzwischen kennen, ausrichte. Seit wann kennen wir uns eigentlich oder besser gesagt, kennen wir uns eigentlich nicht? Denn die ersten Situationen waren, glaube ich, davon geprägt, dass wir uns gerade uns gegenseitig nicht kennen. Angefangen hat aus meiner Sicht alles in Bayreuth. Ich glaube, es war das Jahr 1997 oder 98. Damals war er an der Universität Bayreuth auf einer C3-Stelle, war dort eine C3-Stelle für Numerik ausgeschrieben. Im Kleingedruckten tauchte auch das Wort Optimierung auf und nachdem ich mich gerade habilitiert hatte, habe ich mich natürlich auf alles beworben, was nur annähernd in mein Gebiet reichte. Und zu meiner Freude wurde ich tatsächlich zum Vorstellungsvortrag und Gespräch eingeladen. Ich fragte meinen Doktorvater und damaligen Chef Martin Grötschel, ob er mir etwas über Bayreuth wisse und mir sagen könnte und auf was und wen ich da zu achten hätte. Und er teilte mir mit, einer der herausragenden Personen an der Uni Bayreuth ist Günther Leugering. Auf ihn müsste ich achten. Wer Martin Grötschel kennt, so war die eigentliche Aussage noch eindeutiger im Sinne von Günther, aber nicht im Sinne seiner Kollegen, sodass ich diese Aussagen an dieser Stelle lieber weglasse. Tatsache war aber, ich habe mich natürlich gut vorbereitet und insbesondere auf Günther Leugering. Und wie das eben so ist, man ist dann natürlich rechtzeitig da und schaut sich schon ein bisschen um. Und so kam es, dass ich weiß es noch wie heute, an einem Brückenübergang auf meine Vorstellung wartete und just in diesem Moment kam besagter Günther Leugering an mir vorbei. Ich habe ganz zögerlich ein Hallo oder ich meine einen guten Tag, grüß Gott, war mir als damals Berliner nicht mehr vertraut, herausgestammelt, was er gerne erwiderte, aber ohne mich eines wirklichen Blickes zu würdigen. Nun, die Stelle habe ich am Ende nicht bekommen, aber ich glaube, nein, ich weiß, nicht deshalb. Die Stelle war einfach zu weit weg von der diskreten Optimierung und letztendlich habe ich auch auf anderem Wege meinen Weg sozusagen gemacht. Wie ich später erfahren habe, und das möchte ich an dieser Stelle sagen, hat Günther die Situation damals bedauert. Aber aus meiner Sicht muss er das gar nicht. Denn warum soll er an dieser Stelle sich um jemanden genauer kümmern, der letztlich eine Bewerbung war, die nicht genau auf diese Stelle passte? Ich weiß aber aus vielen weiteren Gesprächen mit der Familie und Mitarbeitern aus der damaligen Zeit, dass er sich sehr wohl, und ich werde darauf später noch eingehen, um seinen Nachwuchs, sein Team, seine wissenschaftlichen Kolleginnen und Kollegen ausgiebig kümmerte und kümmert und sie mit einbezieht. Wie ich später auch erfahren habe, war es wohl auch just die Zeit, in der die Leugerings ihr neues Domizil in Entmannsberg bezogen hatten, ein wunderschönes Haus, selbst gestaltet, selbst gebaut und wie sie selbst sagen, von dem sie jeden einzelnen Nagel persönlich kennen. Dieses Haus war und ist auch heute noch Mittelpunkt für viele Aktivitäten innerhalb und außerhalb der Wissenschaft. Ich glaube, wir sehen euch beide auch heute genau just in diesem Haus. Ich zitiere aus Gesprächen, so war es aufgrund seiner einmaligen Architektur durchaus Touristenattraktion in dem kleinen Örtchen. Es gab Einladungen für Mitarbeitende, die bei diesen bis heute noch in Erinnerung sind. Günther war Vorreiter der Digitalisierung, indem er als einer der Ersten das Telekom-Paket Uni at Home einrichtete, zugegeben mit tatkräftiger Unterstützung seiner damaligen Mitarbeiter Wiegand Rathmann und Ralf Hundhammer. Und das Haus lieferte auch immer wieder Stoff für Gespräche an der Uni und sei es auch nur wegen wirklicher Banalitäten, zum Beispiel, dass es keinen Carport hätte. Aber wenn ich richtig informiert bin, dann kommt zumindest dieser Punkt zeitnah von der Gesprächsliste, kann dieser gestrichen werden. So viel zunächst einmal zu Bayreuth. Ich werde dorthin wieder zurückkommen. Wir verloren uns für einige Jahre aus den Augen. Bis auf eine kleine Geschichte, in dem es um die Betreuung einer gemeinsamen Diplomarbeit zu genetischen Algorithmen ging und wir vielleicht unterschiedliche Ansichten hatten über den wissenschaftlichen Mehrwert solcher Algorithmen, kam es
zur nächsten Begegnung. Diese Geschichte erzähle ich sehr gerne. Sie war und ist prägend für unsere Freundschaft und das Handeln von Günter grundsätzlich. Eines Tages kam mein Kollege, Herr Leugering, ich meine, damals waren wir noch Kassin, zu mir in mein Darmstädter Büro. Zum Hintergrund, Günter hatte 1999 einen Ruf auf die Nachfolge Krapps angenommen. Ich selbst wurde 2000 nach Darmstadt berufen auf einen Lehrstuhl für diskrete Optimierung. Und Herr Leugering fragte mich, ob ich denn mitbekommen hätte, dass ein werter Kollege von uns beiden aus dem Fachbereich versucht, mich zu instrumentalisieren für seine Zwecke. Diese Frage und Aussage fand ich in mehrerlei Hinsicht hoch bemerkenswert. Zum einen, ich natürlich als junger, dynamischer Professor, nichts ahnend, nichts wissend, wäre voll in die mir gelegte Falle gelaufen. Zum anderen, ein Günther, der selbst mit der Sache nichts am Hut hatte, kam auf mich zu und hat mich darauf aufmerksam gemacht, ohne je einen Vorteil daraus für sich oder den Prozess zu haben. Das fand ich sehr beeindruckend und beeindruckt mich noch heute. Günthers wachsames Auge auf seine Kollegen und Mitmenschen inklusive deren Entwicklung. In der Tat kamen wir dabei natürlich auch ins Gespräch, was eine inhaltliche Zusammenarbeit betrifft. Und die ersten Zeichen sahen doch aus, als wären wir doch ein ganzes Stück mathematisch auseinander. Aber Günther, aufgrund seiner wissenschaftlichen Breite und gleichzeitigen mathematischen Tiefe, gepaart mit der eben erwähnten Empathie für Kollegen, ließ an dieser Stelle nicht locker und hat mich tatsächlich mitgenommen. Und die Gelegenheit und Zeit war günstig. Der eine oder andere mag sich vielleicht erinnern, als Anfang der 2000er die Einnahmen aus den UMTS-Frequenzvergabe auch ein Stück weit in die Wissenschaft gegeben wurden und sogenannte Kompetenzzentren ausgeschrieben worden sind. Unter den letzten drei Bewerbungen waren Heidelberg, Darmstadt und Berlin. In diesem Kontext durften wir Mathematiker auch mitmachen und Günther hat mich dort mit einbezogen in diesen Antrag. Leider ist, wie wir alle wissen, aus Darmstadt nichts geworden. Berlin hat am Ende mit dem Matheon das Rennen gemacht. Dennoch sind wir dran geblieben, haben anschließend eine DFG-Forschungsgruppe versucht, die uns leider auch abgelehnt wurde. Wir haben dann weiter reduziert auf einen DFG-Paketantrag, durch den wir dann durch letztendlich einen mehrmaligen Antragsmarathon, muss man schon so sagen, tatsächlich am Ende drei Viertelstellen eingeworben haben. Axel Klar war damals noch mit von der Partie. Ich erzähle das, weil es auch ein weiterer positiver Charakter von Günther ist, immer dran zu bleiben, nie aufzugeben, seine Sicht und Vision auf die Dinge nicht aus dem Auge zu verlieren. Und in der Tat, auch wenn es an dieser Stelle am Ende ein kleines Projekt war, so hielt es doch die Flamme am Lodern über mehrere Jahre. Und letztendlich, weitere 10 Jahre später, haben wir dann gemeinsam Transregio zur mathematischen Modellierung, Simulation und Optimierung am Beispiel von Gasnetzwerken einwerben können. Zu Darmstadt vielleicht noch ein paar Worte. Warum ist Günther nicht in Darmstadt geblieben? Entschuldigen Sie, wenn ich diese Frage hier stelle, aber die Antwort darauf hat am Ende auch mein Leben beeinflusst und ist der Grund, warum ich heute hier sitze, wo ich sitze. Aber dazu komme ich noch. Also warum nicht Darmstadt? Ist es doch ein Stück seine Heimat, in Mannheim geboren, in Frankfurt aufgewachsen, studiert, dort die wilden Jahre der Jugend verbracht, in Darmstadt promoviert und habilitiert. Gibt es für einen Hessen nichts Schöneres, als dann dort Professor zu sein und auch noch einen der wichtigsten Lehrstühle im Gebiet des Optimal Control inne zu haben? Glück, was willst du mehr? Zum einen, und das ist sicherlich der kleinste Teil einer Antwort, bin ich mir nicht sicher, ob sich Günther wirklich je als Hesse gefühlt hat. Wenn es zu diesem Thema bei dem ein oder anderen Glas Wein kam, so antwortete er immer mit dem Zitat seiner damaligen Darmstädter Sekretärin Frau Gahammer, vom Läppersche ins Tüchersche. Zum einen kann Günther dieses Zitat im perfekten Hessisch, und entschuldigen Sie, wenn ich das gerade nicht geschafft habe, damit zum Ausdruck bringend, ja, ich bin hier aufgewachsen und groß geworden, aber er spielt damit gleichzeitig auch in der Art, wie er es sagt, darauf an, dass diese Art der Lebensphilosophie nicht ganz die seine ist. Aber der eigentliche und wahre Grund, nicht in Darmstadt geblieben zu sein, ist, glaube ich, ein anderer. Für Günther gibt es neben der Wissenschaft, die ihn außerordentlich fasziniert und die er wirklich liebt, noch Wichtigeres.
Das ist seine Barbara und seine beiden Söhne, Johannes und Dominik. Und diese tiefste Verbindung ist symbolisiert und materialisiert in dem besagten Haus in Entmannsberg, wo, wie erwähnt, Günther und Barbara jeden einzelnen Nagel persönlich kennen und das Haus Ausdruck ihrer eigenen Persönlichkeiten ist. Da halfen auch die Verlockungen der Bergstraße und die wunderbaren Erinnerungen an frühere Jahre, wo sie dort in einer wunderschönen Jugendstilvilla an der Bergstraße wohnen durften. Ich glaube, Friedrich Trölsch hat gerade davon erzählt, halfen nicht. Sicherlich taten ganz nüchtern und realistisch betrachtet die dortigen Wohnungspreise ihr Übriges. Und so fügte es sich letztendlich, dass in Erlangen eine Stelle frei wurde, aus leider etwas tragischen Gründen, wie wir alle wissen, aber worauf Günther wie die Faust aufs Auge passte und diese Gelegenheit natürlich wahrgenommen. Wir haben uns dennoch nicht aus den Augen verloren. Unsere kleine Flamme in der Gasnetzwerkoptimierung loderte ja immer noch. Wir haben diese Ideen auf das Wasser übertragen oder auf das Gebäudemanagement, eines von vielen wunderbaren gemeinsamen Projekten mit der Industrie, in diesem Falle mit Bilfinger und Berger. Und so kommt es und so kam es und hier kommt eine weitere Eigenschaft von Günther ins Spiel. Günther, der Weitsichtige, der Themen sieht, die nicht nur jetzt, sondern vielleicht auf lange Sicht eine wichtige Rolle, nicht nur für das eigene Gebiet, sondern vielleicht auch für seine Universität oder darüber hinaus spielen. Und so kam es, dass 2008, der Präsident hat es erwähnt, der ein oder andere erinnert sich noch, es war das Jahr der Mathematik, er die Gelegenheit bekommen hat, am Dies Academicus der FAU über die Mathematik und hier im Speziellen über die angewandte Mathematik zu reden, und so letztendlich den Weg bereitet hat für die ein oder andere weitere Professur und für die angewandte Mathematik, so wie sie heute in Erlangen vorzufinden ist. Es war vielleicht Zufall, glücklicher Umstand oder der verschmitzte Mag an Absicht und Strategie von Günther im Hintergrund denken, als eine Stelle auf einem mir sehr verwandten Gebiet in Erlangen ausgeschrieben wurde. Und so wollte es die Geschichte, dass ich mich auf diese Stelle bewerbe, und er ja auch angeboten habe. Vermutlich, und ich kann es natürlich nur von außen beurteilen, weil es damals einen hervorragenden Frauenbeauftragten Berufungsausschuss gab, ein Schüler des heute zu würdigenden, der in seinem Sinne immer unterstützend handelte und zufällig auch heute einer der Organisatoren ist. Auch wenn seine Karriere als Frauenbeauftragter nicht lange fortschritt, so wollte ich in meine Laudatio die Organisatoren beispielhaft lobend mit einbeziehen und hiermit Dank sagen für die gute Organisation der Veranstaltung. Dass ich die Stelle am Ende auch angenommen habe, ist wieder Günther zu verdanken. Der, und man mag es nicht glauben, in den Wochen der Entscheidung mir jeden Tag eine positive Mail aus Erlangen schrieb. Bis auf eine Mail vielleicht, in der es darum ging, aus welchem Grund man eine Flasche Wein aufmacht. Aus Freude oder aus Melancholie. Meine Töchter glauben bis heute, dass ich nach Erlangen nur kam, um bei Günther letzteren Grund zu verhindern. Nun, das war sicherlich nicht der Grund, aber der Begriff der Melancholie wird von Günther und auch von Barbara gerne verwendet und heute sprechen sie eigentlich eher von einer Melancholie der Erfüllung. Aber über diese Mails hinaus hat er zusätzlich das Erlangen-Angebot selbst noch attraktiver gemacht. Er hat eigene Ressourcen seines Lehrstuhls an mich abgegeben und das nicht zu klein. Und so kam es, dass wir beide doch wieder an einem Fachbereich vereint waren und noch sind und von dort aus bis heute den Transregio sehr erfolgreich mitgestaltet haben. Aber der Transregio ist natürlich nur eine Geschichte. Wir haben es in der Rede eben schon gehört und wir werden es in den folgenden Reden auch noch hören. Günther war sehr vielseitig, sehr interdisziplinär und immer im Sinne der angewandten Mathematik und seiner Universität unterwegs. Sei es in seinen DFG-Schwerpunktprogrammen, sei es im Exzellenzcluster ERM, sei es in der Elite-Graduiertenschule, sei es in seiner Funktion als Vizepräsident oder aber auch sei es bei Jugend forscht oder sei es bei Science at Sales. Um nur einige wenige Beispiele zu nennen, in denen Günther seine Visionen der angewandten Mathematik, aber auch die der Universität und die des lernenden Hochschullehrers in vorbildlicher Weise vereint hat und so zu einer größeren Sichtbarkeit der jeweiligen führte. Und das alles immer gepaart mit einem Schuss Humor und Selbstironie,
was die Zusammenarbeit bei ihm noch angenehmer macht. Und das Bemerkenswerte und nahezu Einmalige an dieser Stelle ist, dass Günther sich nie in den Vordergrund gespielt hat, nie der Erste in der Reihe sein wollte und die Galionsfigur immer anderen überließ. Er war und ist derjenige, der im Hintergrund die Fäden zusammenführte, die richtigen Personen integriert hat und das selbstlos und immer im Sinne der Sache und für die Sichtbarkeit des anderen. Ich kenne kaum einen, nein, ich kenne keinen Kollegen oder Kollegin, inklusive mir selbst, der oder die auf dieser Ebene und auf der es typischerweise von Alpha-Tieren nur so wimmelt, so agiert hat. Günther hat immer auch die Person, das Team und die Freundschaft im Blick und nicht selbst oder seine Sache. Lieber Günther, wenn ich heute vor dir stehen könnte, würde ich mich dafür zutiefst vor dir verneigen und tue es hiermit virtuell. Danke für diese deine Begleitung in all den Jahren. Ich hoffe und wünsche mir, dass sie noch lange über den heutigen Tag hinaus anhält. Vielen Dank, Alex, für diese schönen Worte. Und jetzt, Günther, bin ich sicher, you want to have a reaction. Well, thank you very much indeed. Thank you to Wolfgang, to Alex, thanks to Pami, also to Karl and Freddy for contributing, and thanks to those who will, in fact, contribute. I'm really deeply touched, and I understand why Martin asked me to speak first, because now I'm even more touched by what has been said. Of course, there's a lot of exaggeration at almost every turn, but as the president said, this is due, I mean, to the kind of meeting that we have now. Let me take this probably last opportunity to dwell a little bit, you know, in the next 2 hours, Martin, I think, right? on what has come to be known as applied mathematics. And let me do this somehow in an exemplary fashion, namely along my own path. When I started my studies at the University of Frankfurt in the early 70s, in fact, Gottfried Köthe, a world-renowned expert in abstract topological spaces, had just retired. And Joachim Weidmann, a 30-year-old rising star from Munich who has been working on Schrödinger and Dirac operators, had just replaced him. Both were officially representatives of praktische Mathematik or applied mathematics, a word that has been used in Germany in the tradition of Felix Klein and later Lothar Kollatz and his school. In fact, as a side remark, Simon Gabriel Zucco, the first mathematician at the University of Erlangen, had taught a regular course on applied mathematics as early as 1746. 3 years later, after the foundation of my university, FAU, he also taught courses, and now listen, on polemic theology, relation between body and soul, psychology, logic. Probably he has already given lectures on particle technology. Wolfgang is no longer present, I think, and maybe also discrete optimization, Alex. He covered the spectrum of a full comprehensive university as one single professor. This is in strong contrast to the so-called departmentalization of the mind that we experience today, even in the field of mathematics. Anyway, did I care for applied mathematics as a student? Certainly not. Did I ever hear about applied mathematics? Answer is a clear no. At that time, Bologna was far away. I'm sorry to Giuseppe. I configured my schedule freely, completely curiosity driven, and went from, say, ultra-bornological spaces, a heritage of Köthe and his disciples, to singular Schrödinger operators and the Stark effect, the playground of Joachim Weidmann at that time. I tried to understand, quote unquote, classical mechanics in the sense of Arnold and Abraham Marsden using differential manifolds. No applications guaranteed. The first time I realized the term optimization was during a seminar with only 2 students, one of them me, and 12 weeks to fill.
The seminar was about a book by Phil Holmes on geometrical functional analysis. Of course, everything on the level of general abstract topological vector spaces. It is this seminar where I delivered at least 6 lectures, according to my fading memory. I learned that Hahn-Banach theorem was equivalent to Krein-Milman, to Krein-Rutman, Kragusch-Kuhn-Tucker, Kaifan. I mean, there are 10 at least equivalent theorems. I proved the Bang-Bang principle without knowing anything about control theory and applications out of Lyapunov compactness theory for vector-valued measures plus Krein-Milman's theorem on extreme points. In this situation, Johannes Baumeister entered the scene in Frankfurt. He came from Karl-Heinz Hofmann, who had at that time a chair in Berlin, which was later in fact occupied by Karl. And the first lecture, series of lectures he delivered was on control, control of ordinary differential equations and partial differential equations in the later course. And astoundingly, all chapters were underlined by industrial applications. From that first lecture on, I was completely hooked to what I immediately understood was truly applied mathematics. Needless to say that I did not know anything about numerical methods or standard optimization at that time. When I went to Darmstadt to do my PhD with Werner Krebs, I dived into the modeling of mechanical, but also biological and sociological dynamical systems and questions of controllability and approximation. I took part in projects in signal theory, hemodialysis, flexible beams and plates, and much more. What on the first sight appeared as an almost random walk between mathematical disciplines during my study now, in retrospective, looked as a strategic plan to prepare for that kind of complex applications. This evidence was later supported during my collaboration with Jack Lanyese at Georgetown University in Washington, D.C. He convinced me that the closer we stay with the physics, the better the mathematical structure, at the price maybe of more complicated looking models, depending on the coordinate system you walk in. This understanding I kept throughout my path. We shared this common view with Georg Schmidt from McGill, and the three of us embarked on, as early as 1987, on network modeling and control of networks, and which is a subject I'm still working on. I understood that this is not the classical viewpoint in which mathematics is intrinsically, so to speak, sui generis, extended to ever more generality, a mathematics that would be suitable for applied mathematics, but rather the other way around. Given a good, rich application in science and engineering or humanities, there will be a novel and rich mathematical theory behind it. New mathematics is triggered or catalyzed by relevant applications. Clearly, this confession of faith turns you in an antagonistic position to most mathematicians. Also, of course, in the department. The almost mimetic approach to the real problem, based on the foundation of established methods, transforms its structure from the status of being constrained by the specific context, this is in French, the esprit de myop, into a purely more, say, utopia mode. It is working in this mode while invoking, Michael would say, manufacturability constraints along the process where applied mathematics has, to my understanding, its secret for success. 20 years after my first dive into applications, I experienced this as a general rule during the joint work with Wolfgang Peuker, and I'm very, very happy with his presentation, and his group in chemical engineering within the cluster
engineering of advanced materials, as he pointed out. I will never forget, in fact, the deep satisfaction whenever a mathematical anticipation receives its realization that lies literally on the table and has precisely the properties that you predicted from your mathematical investigations. Wolfgang never paused. After the success, he would configure a new collaborative research cluster within the next half hour. Similarly, dear Alex, we worked together since 2000, as you pointed out, when I rejoined the faculty in Darmstadt and you had just arrived from Berlin. At that time, we launched a project, as you said, that is still ongoing and becomes our mantra: discrete and continuous optimization emerging as a holistic optimization. The dream came true partially. Still a lot is to do. Maybe machine learning, as Wolfgang pointed out, will help to close the still existing gap. Speaking from the balcony, in parentheses, maybe as Stadler, because also Frank Dutzer, I mean, according to the haircut, right? Frank Dutzer also need at some point, as he said, a place on the balcony as Waldorf, I think, Frank. I will probably add comments in a cantankerous way only in future. Dear Enrique, I think he is now has now a German course. Maybe he doesn't even understand English anymore. I know him since 1986 and met him during the legendary conferences, as Carl pointed out, in Forau, in particular the one in Santiago de Compostela. I think, Eduardo also was there, right? When I had a private audience with the late Jacques-Louis Lyons for more than 1 hour, after that, I felt like Glaucon in Platon's cave allegory. I had seen beyond the horizons, but I had to go back to my confined world. I'm proud that Enrique is now somehow a successor and has the chance to shape applied mathematics together with the colleagues within the new department that we just created at FAU on data science. And I believe that with this new center that will evolve and emerge anytime very soon, he can link to Felix Klein and makes this a new Erlangen program. I had the chance to work with many colleagues. Some of them are here and in the audience and became friends. I would like to mention the dinosaurs of optimal control of partial differential equations, like Tom Seidman, the late David Russell, Jan Sokolowski, who is still alive and well. I have a lot of collaborations with him. Alexander Hlutnev, Sergei Nazarov, Yari Taskinen, Viktor Kovtunenko, Lita Tsien, Sergei Avdonin, Peter Kogut. I could, you know, go on, but I see Peter. Hello, Peter. I see you smoke a pipe. Very good. It's a pre-retirement kind of thing, right? Over the years, I had, well, I think about 20 students, PhD students, including Michael and Falk. And I see also, to my great surprise, Ralf Hundhammer. Hello there. I've never seen you since 2000, maybe three, I well remember that. Dear Martin Wiegand, dear Mrs. Ederer, thanks for the long-standing support. I cannot express this adequately today. We will do this later in another event. Let me come back maybe to the beginning. In a way, to my 60th birthday, which some of you already celebrated with me and my family, during the speech at the dinner, I made a bold statement. In fact, I would not retire until the long-standing problem of controllability of networks with cycles was solved. At that time, I could not anticipate that as vice president, you know, I had the chance to extend a little bit the retirement. And now, luckily enough, the thing has been resolved. However, how? It has been resolved with a different topic different feature that is very important in mathematics. It is playing with definitions.
In fact, we used the relatively new notion of nodal profile controllability that incidentally has been introduced by Martin Gugat and recently also is considered by Enrique. The ability of using definitions is just like Norbert Wiener explained cybernetics as the discipline where you design the landscape's topology such that the desired path is a geodesic. This reminds me of early days at the University of Frankfurt from which I started. There has been a sign at the entrance door in the 8th floor, which said Institut für Angewandte Mathematik. As I said, there was no application whatsoever there. We as disobedient students, and we had some beers, you know, after the lectures all the time, removed the letters AN from Angewandte and MA from Mathematik in order to obtain Institut für Gewandte Thematik. And this explains well the, you know, our ability to handle problems, right? But not now, not only the narration comes to its end, but also the underlying carrier, the professional state. Continuous optimization, the logo of the chair for a long time, has now to act in its second meaning, the continuity of optimization. And after freely, I say after Aristotle, when he dwelt on techne, that is a very nice statement of Aristotle about techne, in which I replace the word techne by optimization, saying continuous optimization as the principle and form of the transformation of the emerging reality into something different. In this case, it is my retirement. After 6 years as vice president of FAU, first responsible for internationalization and then for research. In fact, I could fill hours with anecdotes, and this is not the right place to do this here. I am glad that I can now devote my remaining energy and time to mathematics again. The meaning, however, on remaining energy and time has to be discussed with my beloved wife here, Barbara, who accompanied me all along with a considerable amount of sacrifices together with our two sons. And with this, I would like to thank you all for being here or for considering this event. And I would hand over to Martin again. Thank you very much.